So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn damals, als ich in München war beim Hannes, habe ich was gesehen in dem Regal, wovon der Naturin immer geschwärmt hat, was ich als Begriff von seinem Kanal kenne. Hab das dann im Glas gefunden, hab das mitgenommen. Das stand jetzt ewig rum. Jetzt möchte ich mir gerade was zu essen machen. Hab gesagt, komm, mach dir endlich das Glas. Es geht nämlich hier um das. Das ist, ich kann es nicht aussprechen, Borscht. Das steht auf jeden Fall von der Firma Steinhauer, wenn wir mal den ganzen Staub oben abmachen. Firma Steinhauer, zack. Dann steht irgendwas Russisches, kannst du nicht sehen. Geschmack, wie du ihn kennst, ne? So wird's gemacht. Der Inhalt mit 500 ml Wasser verdünnen, 3 bis 4 Minuten kochen lassen. Nach Geschmack saure Sahne hinzufügen, ergibt 4 Portionen. Wie kochen, wie Wasser, wie. Ich dachte jetzt, ich nehme das alles, pack das auf den Teller, stell das eine Minute in die Mikrowelle, dass es warm wird und esse das dann. Weil ich glaube, saure Sahne habe ich eh nicht. Und mit Wasser kochen und machen und tun, ich meine, ja, das soll eigentlich eine Suppe sein. Steht ja hier drauf. Moment, auf der anderen Seite. Rote Beete-Suppe. Borscht mit Rindfleisch. Ist das jetzt schlecht, wenn man das nicht kocht im Wasser? Ich glaube, ich werde mir das trotzdem einfach auf den Teller packen und werde das aufwärmen und werde das halt als einen fetten, dicken Brei essen, anstatt mir da 4 Portionen Suppe draus zu machen. Beste der russischen Küche. Steht auch nochmal drauf, der lustige Herr. Und guckt mal, so sieht sie eigentlich richtig gut aus. Diese rote Beetesuppe mit dem Fleck in der Mitte. Borscht. Kennt ihr Borscht mit Rindfleisch? Wie spricht man es aus? Wie spricht man es aus? Borscht. Borschtstein. Borscht. 3 bis 4 Portionen. Eisrote Beete drin, Weißkohl, Kartoffeln, Rindfleisch, Karotten, Schweineschmalz, Zwiebeln, Tomatenmark, Weizenmehl, Zucker, Speisesalz, Dill, Säureregulatoren und ist irgendwie haltbar bis irgendwann. Ich mache es jetzt erstmal kurz auf. So, jetzt ist es auf. Hui. Ja, das riecht ein bisschen gut, ne? Guckt euch das an. Sieht ein bisschen komisch aus, wie eine Dose Hundefutter. Und weil wir eh mal alles falsch machen, machen wir es jetzt extra falsch. Also wärmen wir es kurz auf und packen es auf den Teller. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Okay. Look at this. Boah. Ich glaube, ich muss das mal anders machen. Ich muss mal jetzt so hier runter, dass ihr das seht, was hier unten los ist, was da passiert, wie das hier rauskommt so. So. Jetzt schmieren wir das alles hier drauf. Ein riesen Haufen Borscht. Botsch. Beach, Batsch, Butsch. Ja, Wasser. Wer braucht schon Wasser? Ich bin kein Suppenfreund. Das habe ich ja schon immer gesagt. Ich bin kein Freund von Suppe. Ich brauche deftige, kräftige Mahlzeiten. So mache ich mir mein eigenes Ding. Das haben wir jetzt hier so drauf. Das kann man jetzt hier ein bisschen noch so rummachen. Jetzt werde ich euch das nochmal zeigen. So. So sieht das jetzt fast aus, mit Rindfleisch drin. Und das packen wir jetzt einfach in die Mikrowelle und probieren das dann, wenn es fertig ist. So, das Borscht ist jetzt fertig. Hört ihr das? Wie das da rummacht auf dem Teller. Ich habe jetzt ganz kurz mal den Löffel abgeschleckt, nachdem ich das drauf gemacht habe. Das schmeckt dann alles irgendwie ein bisschen sauer, kräftig, speziell. Durch die rote Beete natürlich, die hat ja so einen besonderen Geschmack. Rote Beete, aber trotzdem, ich
glaube nicht, dass sich das jetzt großartig ändert, wenn ich das jetzt irgendwie mit Wasser verdünne und dann ankoche, dann wird es halt einfach wässriger und eine Suppe und nicht so pframmig, aber der Geschmack dürfte ja trotzdem genau der gleiche sein, der gleiche bleiben. So eine Portion ist für mich auch in Ordnung, sowas kann ich jetzt essen, da habe ich halt viel Kraut und Rindfleisch und alles zusammen, wie eben wenn ihr halt einen schönen Krautteller esst. Ich habe keine Ahnung. Und als kleines Schmankerl habe ich mir noch die Mad Dog Soße geholt. Weil das ist ja nicht scharf, aber ich esse ja gerne scharfe Sachen. Und die kannst du ja eh überall dran machen, wenn du was würzen willst. So werde das jetzt mal kurz so probieren. Und dann werde ich mir wahrscheinlich von der Mad Dog Soße was draufhauen hier. Diese 600.000 Scoville. Und werde das alles rummachen. Und als gewürztes Borscht mit Maddock. Das Maddock-Borscht, jetzt neu. Jetzt nehmen wir aber erstmal einen Hieb von diesem Löffel. So. Riechen mal. Das riecht halt so. Das riecht halt so chemisch alles. Einfach so richtig, so richtig sauer und bitter gleichzeitig. Finde ich aber, dass es besser schmeckt, als es riecht. Eigentlich wäre das sogar so vom Geschmack her schon passend, ohne dass du dann noch irgendwas nachwürzen musst. Weil das hat einen kräftigen Geschmack. Das ist auf jeden Fall kräftig würzig. Das ganze Kraut, was dabei ist, setzt sich gut durch. Also kannst du so eigentlich essen. Rote Beete ist ja auch immer sehr intensiv. Müsstest du jetzt nichts mehr dran machen. Es ist nicht scharf, aber es ist auf jeden Fall kräftig vom Geschmack her. Jetzt gerade noch da auf das Rindfleisch drauf gekaut, drauf gebissen. Das schmeckt auch gut, das passt eigentlich wunderbar. Aber weil ich die Maddox-Soße ja trotzdem irgendwie mal verbrauchen muss und immer kein Essen habe, wo ich das dran machen kann, mache ich das halt jetzt immer auf solche Aufläufe drauf. An solche Aufläufe. Wir packen uns jetzt also die Maddox-Soße hier mal hin. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Da reicht schon ein Tropfen für einen ganzen Bottich. Also wirklich diesmal, ich hatte solche Probleme schon mal damit, als ich aus Versehen mehr hatte. So, eins, zwei, machen drei Tropfen mal dran. Und das jetzt wirklich richtig gründlich durchmischen, durchwühlen. Ich werde eh dann wieder Probleme haben, das weiß ich jetzt schon ein bisschen. Aber es ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl, richtig scharf zu essen. Na gut, vielleicht wäre es jetzt doch sinnvoller, es wäre eine Suppe. Weil sich die Schärfe dann in der Suppe besser verteilt, als wenn das hier direkt an dem Fleisch dran rumklebt. Da habe ich jetzt nicht mitgedacht. Schöne Erbsensuppe, dann Tropfen rein und dann zieh das überall komplett durch. Jetzt ist das hier irgendwie alles an einer Stelle. Und das werde ich gleich doppelt und dreifach zurückbekommen. Ansonsten mein allererstes Mal, dass ich Borscht esse. Würde ich auch wieder essen. Vielleicht mal, wenn der Natururin so ein klassisches Borscht macht und einem da einlädt dazu, dass man das mal richtig isst und nicht so. Und dann vielleicht auch mit Creme Fraiche noch dazu. So, jetzt probiere ich es mal in der gewürzten Variante. Das war jetzt ein bisschen am Rand. Du merkst schon, wie sich trotzdem auf die Zunge legt. Und beim Atmen, oh, wie das so ein kleines Feuer schon entfacht. So ist es nochmal, für mich ist es so irgendwie perfekt. Ich brauche das irgendwie, ich bin so ein kleiner Schärfe-Junkie auch. Du hast trotzdem diesen vollen Geschmack von diesem Borscht da und hast trotzdem noch eine feine, scharfe Note jetzt im Abgang. So feiere ich das, so finde ich das gut. Wenn alles nur scharf ist und du nichts schmeckst, ist es totaler Schwachsinn. Aber wenn du eine scharfe Note hast zu einem guten Geschmack, das ist perfekt. So möchte ich das haben. Unglaublich toll. Und die wird noch so ewig lang halten. Du kannst noch so viele Essen damit machen. Das also in München im Rewe gefunden, im Regal. Ich weiß gar nicht, ob es das bei uns hier gibt, aber bestimmt, da gibt es ja immer so Abteilungen. Muss ich mal schauen, würde ich mir nochmal kaufen, würde dann auch mal
Ich weiß gar nicht, ob die Mama das kennt oder Pupsi das kennt. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal Borscht gegessen? Schreibt es in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.